2011. Und zwar zum Mauerfall-Jubiläum letztes Jahr haben wir mit der Udo-Lindenberg-Stiftung, vertreten durch Arno Köster, haben wir einen Schülerpreis ins Leben gerufen, genannt Mauern einreißen. Darin, und darin sollten sich Schülerinnen und Schüler mal so richtig austoben mit dem Thema: Gibt es die Mauer in unseren Köpfen immer noch? Und das kreativ umzusetzen. Und wir haben über 400 Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht und über 100 Werke sind eingetroffen. Wunderbar, also es gab Bilder, es gab Videoinstallationen, es gab Skulpturen, war der Hammer, Wahnsinn. Und von diesen 400 Schülerinnen und Schülern sind heute 280 ungefähr da. Macht mal ein bisschen Krach, damit ihr... Vorfeld ein wenig aussortiert. Ja? Es gab eine hochkarätige Jury, bestehend aus mir und meiner Mutter, und gewonnen habe ich. Nein, und zwar besteht die Jury aus meiner wunderbaren Bühnenpartnerin Josephine Bosch. Der genannte Arno Köster, der ist der da? Nee, ich glaube nicht. Nee, der hat anderweitig zu tun. Ja, genau. Und zwei ehrenvolle Gäste. Ja. Wir haben hier nämlich den, wo seid ihr denn überhaupt? Steht ihr schon an der Seite? Und zwar den Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Bitte, wenn Sie nicht dagegen haben, sich zu zeigen. Und den Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus. Wo ist er denn? Also die drei Gewinner, also dritten, zweiten, ersten Platz, haben wir ausgesucht. Ja, und es war ein harter Kampf, aber es ist uns gelungen und ihr wisst ja nicht, wer gewonnen hat. Sie können leider diese Werke nicht sehen, weil auf diesem Hut lässt sich schwer was projizieren. Aber wenn Sie wollen, können Sie auf der Stage Entertainment Seite sich das alles in aller Ruhe angucken und uns dann dafür schelten, dass wir die falsche Wahl getroffen haben. Gar nicht. Ja. Und ich möchte dann gerne übergeben an denjenigen, der den dritten Platz zu verkünden hat. Bitte sag mir, dass du auch einen Spicker hast. Erstmal Kompliment an euch. Ich bin zum dritten Mal hier. Ich bin total begeistert. Super stolz. Ich komme gerade aus dem Stasi-Gefängnis. Da sieht ziemlich traurig aus. Ich bin vorhin auch durch die Vernehmerflure gegangen, durch die Zellen. Ein wirklich trauriger Ort. Aber er ist seit 20 Jahren Museum. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie es in der DDR aussah, dann geht morgen nach Hohenschönhausen, guckt euch das an. Da hat sie überlebt. Dann Wettbewerb. Ich fand das eine total gute Idee. Schüler, die das alles nicht mehr miterlebt haben, zu fragen, was fällt euch ein beim Thema Mauer einreißen? Und wir haben ja da wirklich den ganzen Vormittag zusammen zugebracht und haben überlegt, wem sollen wir jetzt den Preis geben? Das war echt schwierig. Dann haben wir uns entschieden, drei Preise konnten es doch werden. Ich stelle jetzt den dritten Preis vor. Das war ein Fotobuch. Da ist eine Schulklasse auf Spurensuche gegangen. Mit Fotoapparaten an der Mauer. Brücke der Zeit haben wir das genannt. Und haben Collagen daraus gebaut. Ein Bild, wo ein Mädchen und ein Junge an der Mauer, die Mauer ist dazwischen, sich irgendwie umarmen und die Mauer ist dazwischen. Total schön. Das ist Mikrofon. Hoffnung war ein anderes Thema. Erinnerung, Sehnsucht hat uns wirklich sehr, sehr beeindruckt. Mein ganzes Buch. Und kommt wieder, guckt euch das an, das wird hier ausgestellt. Und gemacht hat das Buch die Karl Zeiss Oberschule in Berlin. Herzlichen Glückwunsch! Da kommt noch die Bühne, zeigt euch den Erfolg. Lasst euch mal gehen. Lauft, lauft! Leute, müssen noch morgen arbeiten!
Komm mal angerannt. Da sind sie. Na, traut euch, traut euch. Na, komm. Ihr habt euch das redlich verdient. Der dritte Preis für Mauern einreißen von der Uwe Lindenberg. Ja. Ja. Applaus verdient. Herrlich. Wenn ihr euch fragt, was für ein Preis überhaupt, das ist ein Geldpreis. Aber ich sag nicht wie viel. Ja? Also vielen Dank. Ihr könnt gerne an die Seite gehen und euch darf. Nee, Quatsch, nee, bleibt. Furcht, bleibt. Und der zweite Preis, den kündigt jetzt. Unser geliebter Kollege, ich hab den Namen vergessen. Wir Schauspieler, wir sind nicht zurechnungsfähig. Bis 15 Minuten nach der Vorstellung. Ja, wir sind gerade in unserer eigenen Welt. Ach, da, Roland, natürlich. Bitte sehr. Also, das war natürlich hochspannend. Und das ist der zweite Preis dazu, aber es waren ja 400 Einwände. Und den zweiten Preis zu machen, da steckt schon was dahinter. Und wir waren uns in der Jury ja, lange noch nicht einig. Aber am Ende habt ihr es gemacht. Ach so. Die Sekundarschule Berlin-Wilmersdorf. Wie ihr das gemacht habt, ist das ein Signal für viele, viele andere. Denn ihr habt mit eurem Film ganz besonders gezeigt, dass es gilt, auch heute gegen Mauern anzurennen und Mauern niederzureißen. Und wie ihr hier steht, verkörpert ihr das auch und ihr lebt es. Ihr lebt die Weltoffenheit Berlins und ihr haltet die Menschenrechte hoch und das ist toll. Also, ich denke, die wissen das noch nicht. Also pass auf, Platz 1 ist was uns auch alle sehr berührt hat. Es war wirklich schwierig auszuwählen, weil wir heute Geburtstag haben und ich auch nervös bin und es wirklich besonders schön fand, habe ich mir einen Spicker gemacht, damit ich nichts vergesse, euch zu sagen, wie schön das war. Und zwar handelt es sich bei unserem ersten Platz auch um einen Videobeitrag. Und bei diesem Videobeitrag wurde was ganz Tolles geschafft, und zwar hat man drei verschiedene Bereiche zusammengewürfelt, und zwar Bildende Kunst, Musik und Sport, und Gymnastik, Akrobatik, und da, da liegt's schon, und da haben sich 42 Schüler im Alter zwischen 12 und 18, in ihren Projektarbeitskursen damit beschäftigt und haben also wirklich eine Arbeit kreiert, die emotional, kunstvoll, kreativ mit all diesen drei Elementen erinnert und gedenkt und auch ein bisschen ermahnt und sich auch bedankt bei allen, die den Weg freigeräumt haben und die Basis, ich brauche den Spicker nicht. Nein, doch nicht. Die Basis ist ein Lied der Gruppe Sternflut. Sternblut passt. Scheiße. Also die Gruppe Sternblut hat dazu ein Lied gemacht, was vom Chor der Schule gesungen wurde. Komm, wir malen uns das Leben. Und diese Message wurde auch symbolisch mit der bildenden Kunst wurde die Mauer eingerissen, daraus wurden neue Sachen gebaut und es war wirklich sehr optimistisch und positiv und nach vorne blickend und es hat mich zu Tränen gerührt und uns alle, auch wenn Serkan gesagt hat, er hat was im Auge gehabt. Dieser Preis geht an das Mushboku, super Name, by the way, Projekt,
des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin. Wenn ihr nichts dagegen habt, sonst haben wir versicherungstechnische Probleme. Vielen Dank.